Wir sitzen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit Heinz Elmar Tennot, Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität. Und er ist bekannt dafür, dass er sich immer wieder und gerne in bildungspolitische Debatten einbringt. Und das wollen wir heute mit diesem Beitrag auch tun. Es geht um Bildung für die digitale Zukunft. Herr Tennot, wir haben uns dazu verabredet, darüber zu reden, wie gut wir für die digitale Zukunft gerüstet sind, insbesondere aus der Perspektive der Bildung. Vielleicht aber einmal ein eher allgemeinerer Einstieg. Wie blicken Sie auf das, was mal als Phänomen, mal als Wandel und mal als Revolution beschrieben wird? Wie blicken Sie auf die Digitalisierung? Ehrlich gesagt, wie ein Bildungshistoriker. Manchmal kommt mir die Erinnerung an ein berühmtes Marx-Zitat von 1848, ein Gespenst geht um in Europa. Und das Gespenst, das augenblicklich umgeht, hat den Namen Digitalisierung. Es ist für alles zu gebrauchen, es wird auf alles angewendet und es dramatisiert und erschrickt und beflügelt ganz viele Personen. Und das Schlimme in unserem Kontext ist, dieses Unwort Digitalisierung, von dem kaum jemand präzise sagt, was er damit meint, wird noch verbunden mit Bildung. Und Bildung ist selbst ein Plastikwort, wie man neudeutsch so schön sagt, ein Wort, dem man so unglaublich viele Bedeutungen unterlegen und beilegen kann. Und wenn Sie beides verknüpfen, das Gespenst Digitalisierung und das Unwort Bildung, dann kommen Sie in eine Situation, bei der ich auf Ihre Frage erst nur antworten könnte mit der ganz dringenden Mahnung zu präzisieren, worüber man überhaupt redet. Was man meint, wenn man Digitalisierung sagt, und dass man sich darüber klar wird, dass die Diagnosen und die präzise Zuschreibung eines Themas und eines Problems das erste und wichtigste Problem sind. Sonst kommt man nämlich in die öffentlich dominierende Rhetorik, die wir alle kennen, dass die einen, wenn sie Digitalisierung sehen, das völlig neue Zeitalter sogar der Demokratie bewundern. Der amerikanische ehemalige Vizepräsident Al Gore hat mit der Digitalisierung ein neues perikleisches Zeitalter der Demokratie gesehen und gedacht, wir können wieder neu anfangen wie in Athen im 5. Jahrhundert mit Platon und Sokrates. Und auf der Gegenseite gibt es die These, dass die Digitalisierung alles tut, aber mit Sicherheit die Demokratie zerstört. Es gibt für die Folgen eine medizinische Diagnose, die sagt, wir alle sind von digitaler Demenz bedroht. Und es gibt die Gegenthese, dass dieses ganze Gerede digitale Hysterie ist. Und nicht zufällig war ein Kommentar in der FAZ vor ein paar Monaten schlicht mit der Überschrift überschrieben, großer Unfug. Und man konnte wirklich schnell lesen, grober Unfug. Das heißt, was Digitalisierung meint, ist so unklar und so unpräzise, dass man das zuerst sagen muss, wenn man technische Fragen anspricht, dass es Robotertechnik gibt, weitere Automatisierung, die Ersetzung des Menschen in Produktionsprozessen, Industrie 4.0. Digitalisierung meint aber auch das, was wir im Augenblick ja gerade nutzen und tun, nämlich eine neue Form von Informations- und Kommunikationsstruktur. Mit Digitalisierung wird aber auch der Wandel von einer politisch sozusagen interaktiv bestimmten Gesellschaft zu einer nur noch über Medien kommunizierten Gesellschaft gemacht. Und die Vierten verstehen unter Digitalisierung nur die neuen sozialen Medien und deren Gewinn und Verlust, die Brutalisierung der Kommunikation und die neuen Öffentlichkeiten, die dabei bereitgestellt werden. Also das Erste ist für mich Konfusion, dringender Präzisierungsbedarf und die Notwendigkeit, deutlich zu sagen, auf welche Ebene man sich wirklich bezieht, ob wir, das ist ja auch eines der Schlagworte, übrigens schon 50 Jahre alt, das Ende der Gutenberg-Galaxis erlebt haben, also einer Kultur, die auf Schriftlichkeit gesetzt hat. Und jetzt in eine Kultur gekommen sind, die medial strukturiert ist, wo wir überhaupt nicht mehr Schrift brauchen. Und dann erscheinen Artikel, die sagen, Alphabetisierung ist überflüssig, womit wir bei Bildung werden. Das halte ich für ganz dringend. Und der zweite Punkt ist dann, wenn man dieses weite Spektrum denkbarer Definitionen, Bestimmungen, Referenzen hat und dann Bildung sagt, dann kann man feststellen, gleich welche dieser Dimensionen man anspricht, Bildung passt irgendwie immer. Und das hat damit zu tun, da spreche ich jetzt nicht als Bildungshistoriker, sondern als Bildungsforscher selber, dass Bildung ein Begriff ist, der eine universale Spezialfunktion bezeichnet. Universal daran ist, alles, was in der Welt passiert, kann ich auf Bildung beziehen, nämlich auf das Verhältnis des Menschen zur Welt und die Formen des Umgangs des Menschen mit der Welt. Und Welt kann alles sein, die Materialität dieses Tisches, das Trinken, Essen, Arbeiten, Schlafen, Leben, zivilisiert sein. Und Umgang mit Welt, immer ist das Subjekt betroffen. Das ist das Universale an Bildung. Wir sind immer mit Welt vernetzt, unausweichlich.
Die Spezialfunktion daran ist, der Modus, in dem wir das tun, ist ganz spezifisch. Der ist ganz eng, nämlich Lernen. Die lernende Aneignung von Welt, die Verwandlung von Welt in Kompetenzen und in einen Habitus, den wir besitzen. Ich kann also nur als je individueller Mensch mich bilden und ich kann Kollektive nicht bilden. Ein kollektives Lernsubjekt gibt es gar nicht. Das sind immer wir Einzelne. Das heißt, das, was ich alles mit Bildung verbinden kann, mit allen Menschen, ist zugleich realisierbar nur durch den je individuellen. Und dann kommen alle möglichen Unterschiede raus und ich habe Varianz statt Einheit. Und auch da ist es notwendig, wenn man diese beiden Begriffe aufeinander bezieht, zu sagen, was kann denn digitale Bildung dann sinnvoll sein und heißen, auf welchem Punkt muss ich mich fixieren? Und dann gehe ich natürlich von Bildung aus, wenn ich präzisiere und nicht von dem nebelhaften Phänomen der Digitalisierung. Ja, aber wenn sich jetzt die Phänomene in der Welt da draußen sozusagen ausweiten und doch sehr stark verändern, dann verändert sich ja auch die Frage, wie ich mit meinen Lernprozessen diese Aneignung von Welt, dieses Verhältnis zur Welt beeinflussen kann und mir aneignen kann. Ja. Und wenn man dieses Stichwort digitale Bildung, man kann es kritisieren, weil es eben auch ein sehr vages Wort ist, was viele Assoziationsflächen offen lässt und wenig beantwortet. Aber wenn wir das doch mal als Ausgangspunkt nehmen, digitale Bildung, wo finden Sie, machen sich Veränderungen sozusagen fest an diesem Begriff? Zunächst, glaube ich, darf man den Begriff der Bildung nicht unterschätzen. Der Begriff der Bildung, das wird vielfach gar nicht gesehen, ist nämlich nicht gleichzusetzen mit Wissenserwerb. Der Begriff der Bildung ist auch nicht gleichzusetzen mit einer sozusagen den Veränderungen der Welt folgenden, nachgehenden Aufnahme von dem, was ist und der Anpassung an Welt. Bildung ist immer Selbstkonstruktion in Wechselwirkung mit der Welt. Und Bildung wird erfunden, das ist das Zweite, in einer Situation, auch das vergessen wir häufig, in der alle alten Gewissheiten verloren waren. Alle alten Gewissheiten der Tradition, die wir bis 1800 hatten und die Aufklärung zerstört hat. Alle alten Gewissheiten des Milieus, die wir kannten und die durch eine offene, auf Lernen und Individualisierung basierende Leistungsgesellschaft ersetzt worden sind. Alle alten Gewissheiten der Religion, der Konfession, der Herkunft. Die Gesellschaft wurde offen, unbestimmt, die Zukünfte waren offen. In der Situation wird unser Bildungsbegriff erfunden. Und das Wesentliche, was der größte Vordenker, den wir in dem Milieu haben, Wilhelm von Humboldt, nachdem unsere Universität heißt, von Bildung für diese offenen Gesellschaften dann erwartet hat, war eine Formel, die ich mit großem Vergnügen immer als das Neueste gerade verkauft finde, das Lernen des Lernens müssen wir lernen. Das steht bei Wilhelm von Humboldt 1809. Das heißt, der Bildungsbegriff ist angelegt auf eine Situation, in der ich nicht bestimmt sagen kann, wie die Zukunft wird, in der ich nicht konkret sagen kann, mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert werde und in der ich nicht dezidiert und einfach sagen kann, was inhaltlich an Wissensportionen der Einzelnen in Schulen zu lernen hat, sondern wir haben immer basale, grundlegende Kompetenzen erworben, Modi des Zugangs und der Auseinandersetzung mit Welt. Und das war das, die Pointe an Bildung. Und deshalb bin ich ganz traditionalistisch zuversichtlich, dass auch die neuesten Flausen, denen wir begegnen, gelassen im Medium der Bildung abgefedert, bewältigt, als Herausforderung begriffen und gestaltet werden können. Das ist der erste Punkt. Ich bin unheimlich zuversichtlich, was Bildung vermag. Das zweite ist eine Präzisierung, die ich für wichtig halte, die in der Debatte gerade dann häufig ignoriert wird, wenn man diese vielen Referenzkontexte hat, die Arbeitswelt, die Technik, die Roboter, die Arbeitsplätze, die Veränderung der Qualifikationsanforderungen. Es gibt in Bildung eine ganz basale, grundlegende Unterscheidung, die sich auch schon bei Humboldt findet, die aber bis heute gilt, das ist die zwischen allgemeiner Bildung und spezieller Bildung. Allgemeine Bildung ist das, was wir alle in einer Gesellschaft und Kultur erwerben müssen, um an dieser Kultur kompetent teilzunehmen, lernfähig teilzunehmen, mit Ungewissheit fertig zu werden, neuen Herausforderungen lernbereit zu begegnen, und zwar universell. Politischen Herausforderungen, ökonomischen Herausforderungen, kulturellen Herausforderungen. Und das braucht ein jeder. Dafür gibt es überhaupt keine Dispens. Allgemeine Bildung ist auch demokratisch gefordert, denn wir müssen mit den öffentlich-politischen Folgen verständlich umgehen können. Das ist das, was die Pflichtschule im Grunde leisten muss. Diese allgemeine Bildung zu generalisieren. Und das ist gleichzeitig die Voraussetzung für jede spezielle Bildung. Aber jede spezielle Bildung ist immer die Befähigung zur Teilhabe an spezifischen Arbeitsprozessen, an spezifischen Erwerbsprozessen, an spezifischen Tätigkeitsformen. Und die sind für alle verschieden. Die sind gar nicht für alle gleich. Ich kann in der allgemeinen Bildung gar nicht auf alle denkbaren speziellen Tätigkeiten vorbereiten, sondern muss mich darauf verlassen, dass die
Auszubildenden in der Arbeit, die Studenten in der Universität, die Berufsanfänger irgendwo, die Kompetenz mitbringen, sich auf Neues einzustellen, sich neues Lernen anzureichen, lernfähig und lernbereit sind, auch Anpassungsprozesse überwinden, mit Schwierigkeiten fertig werden, da lernend und kognitiv reagieren und nicht mit Gewalt. Diese Unterscheidung ist für mich wichtig und Sie sehen gleich, ein großer Teil dessen, was unter digitaler Bildung läuft, ist ein Problem spezieller Bildung, wie sich Berufsausbildung verändert, was die Ingenieure neu lernen müssen, wie sich die Fachhochschulen in Ingenieurausbildung verändern müssen, was die Universitäten anders machen müssen, ob jeder Philologe imstande sein muss, Digital Humanities zu praktizieren oder nicht. Also das ist alles spezielle Bildung. Im Allgemeinen muss man nur lernen, mit dem Neuen vertraut zu werden und dann stellt sich die entscheidende Frage für mich, muss ich den bekannten Kanon der Grundbildung, den bekannten Kanon allgemeiner Bildung, die Modi, mit denen ich die Welt verstehe, dass ich die Welt linguistisch, also als Sprachphänomen auffassen kann, kommunikativ, dass ich sie in Mathematisierungsformeln sehen und verstehen kann, dass ich historisch-soziale Urteile fälle und mich ästhetisch artikulieren kann, erweitert sich dieser Grundkanon der Basiskompetenzen, die wir alle erwerben müssen. Und das, finde ich, ist die richtig spannende Frage, denn das Zentralproblem für mich besteht darin, digitale Bildung in ihren Konsequenzen für allgemeine Bildung zu thematisieren. Die spezielle folgt danach. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das alle können. Das haben wir mehrfach in den letzten 200 Jahren gesehen, wie klug unsere Ausgebildeten, unsere Ingenieure, unsere Facharbeiter waren, wie sie Umstellungsprozesse bewältigt haben. Das ganze 20. Jahrhundert ist eine einzige Erfolgsgeschichte des lernbereiten Facharbeiters. Da habe ich gar keine Angst. Problematisch scheint mir, was sind die Konsequenzen für allgemeine Bildung? Aber wenn man das doch jetzt mal zuspitzen würde, könnte man doch sagen, dass es vor allem auf die allgemeine Bildung ankommt, weil das, was in der speziellen Bildung in Zukunft gefragt, erforderlich sein wird, ohnehin nicht absehbar ist. Deswegen müsste man doch eigentlich gerade hier in Sachen Qualität den Fokus nicht aussetzen, als alternative oder? Strategie in Hand haben. Natürlich müssen die Leute, die sich um spezielle Bildung sorgen, sich ihre Ausbildungspläne angucken. Sie müssen das tun, was bestimmte Berufe, die wir aus der Vergangenheit kennen, die spanabhebende Berufe mit der Feile früher machten, die haben dann Automaten gehabt und die mussten numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen bedienen können und mussten auf einmal ihr ganzes Ausbildungsprogramm umstellen. Und wenn sie zu Siemens gehen, nach Spandau haben wir das mal beobachtet in aller Ruhe, da haben dann die Lehrlinge das fantastisch gekonnt. Und das war eine gravierende Veränderung. Das müssen sie schon sehen. Die müssen schon gucken, was ist da Industrie 4.0 und da muss man drauf gucken. Klar. Aber sie setzen dabei voraus, dass sie wiederum Auszubildende kriegen, die bereit sind, sich in so ein Problem einzuarbeiten. Deshalb ja, würde ich sagen, sachlich und zeitlich und systematisch zuerst ist die Frage allgemeine Bildung. Und was bedeutet das da? Und da finde ich, ist für alle, die sich mit dem Bildungssystem beschäftigen, also für mich und meine Kollegen, die zentrale Frage, die Öffentlichkeit gelegentlich ja auch schon so unterstellt und formuliert, ersetzt digitale Bildung die alten Kompetenzen? Also dramatisch zugespitzt, müssen wir noch alphabetisieren? Oder können wir uns auf eine orale Kultur verlassen, weil ja niemand mehr schreiben muss? Wir sprechen in unsere Telefone. Wir geben dem Computer Gesprächsbefehle und er schreibt das, was er kommunikativ mitbekommen hat. Wie gut oder wie schlecht immer. Und das ist die erste Frage. Brauchen wir noch Alphabetisierung? Das zweite, müssen wir einen jeden, der hat noch mit mathematischen Modellierungsfähigkeiten ausstatten, dass er grundlegend versteht, was passiert, wenn ich soziale Sachverhalte in mathematische Sachverhalte transferiere. Oder ist das auch so, dass ich das dem Computer überlassen kann? Muss ich das gar nicht mehr selber lernen? Muss ich nur noch lernen, ein Benutzerprogramm zu handhaben und dem zu sagen, was es tun soll? Und muss ich, das wäre die dritte Dimension, die mir wichtig ist, historisch-sozial gar nichts mehr verstehen, weil die kommunikative Ordnung sich anders ereignet hat? Und wird das alles ersetzt durch digitale Kompetenzen, die ich mir erwerbe, indem ich mit dem Computer reden kann, mit meinem Smartphone sprechen, über Wikipedia oder Google suchen und im Grunde alles, was ich brauche, dann. Und da bin ich allerdings der ganz rigiden Meinung, dass das ein völlig falsches Verständnis von dem ist, was Schule leistet und wie allgemeine Bildung funktioniert. Denn der Computer hat einen Fehler, er ist kein Lehrer. Er versteht nicht bei den Fehlern, die wir machen, warum wir die machen. Sondern er sagt uns zurück, das ist ein Fehler, ich verstehe dich nicht. Er versteht auch nicht, wie ich bei dem Fehler, den ich mache, produktive Seiten gezeigt habe, die er gar nicht erkennt, weil die in seinem Algorithmus nicht stecken. Das heißt, das Lernen und der Erwerb der allgemeinen Kompetenzen ist ohne Interaktion von Kompetenten und noch Lernenden, von Schülern und Lehrern, von Schülern untereinander in einer Gruppe überhaupt nicht möglich. Das Gerät,
die Maschine lehrt uns nichts, was wir systematisch zum Lernen brauchten. Es gibt ein Experiment vor 40, 50 Jahren, programmiertes Lernen. Da haben die Leute auch geschrieben. Alles geht automatisch. Herr Häfner hat die wildesten Sachen geschrieben. Herr Korrell, was ist daraus geworden? Kaputte alte Maschinen in den Kellern von Schulen, weil sie keinen Schwein mehr brauchen kann, weil sie das nicht halten, was sie versprechen. Also meine These wäre ganz rigide. Wir brauchen die Interaktion. Wir brauchen die Interaktion bezogen auf die klassischen Kompetenzen. Und wir brauchen diese klassischen Kompetenzen, weil erst dann ich auch fähig bin, die neuen Möglichkeiten, die medial basierten neuen Möglichkeiten, die neue Materialität der Kommunikation von Computer bis zu allen denkbaren anderen Formen der digitalen Technologiestruktur, ich dann erst angemessen nutzen kann. Mein einfaches Beispiel ist immer, ich kaufe mir einen neuen Computer. Dann sagt mir der Verkäufer, der richtet sich von selbst ein. Reden Sie mit ihm. Ja, das tut er auch. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, sagt er, ladet das Handbuch runter. Das tut er auch. Und dann komme ich auf einen Text. Da muss ich einen Text verstehen, um die Handlungen angemessen zu vollziehen, die der Text erwartet, dass er mich dafür instruiert hat. Das heißt, ich muss die alten klassischen Kompetenzen umgehen mit Informationen, entnehmen von Informationen, unterscheiden von Informationen, verknüpfen von Informationen. Alles das, was man Lesen nennt, das elementare Lesen, muss ich können, bevor ich angemessen mich in diese Welt hineinbewege. Wir sind auch da systematische Voraussetzung. Und insofern bin ich einerseits optimistisch und andererseits forciert dafür, ohne allgemeine Bildung vorab wird das alles nichts. Das ist das, was Sie als Grundbildung bezeichnen würden, ja. Und verstehe ich Sie richtig, dass dieser Kanon der Grundbildung eigentlich dann gar nicht erweitert werden müsste? Oder hat die Digitalisierung schon Konsequenzen dadurch, dass sich da Gewichte verschieben, dass sich Bereiche erweitern, dass sie sich schon verändern, was im Bereich der Grundbildung... Erweitert wird er auf jeden Fall, wie der Kanon immer erweitert worden ist, durch neue Themen. Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, vor 100 Jahren hätte ich bald gesagt, über 70 Jahren. Wir haben in der Schule Heimatkundeunterricht gehabt. Das gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt immer noch die Vertrautheit mit der Welt, in der wir leben. Was ich gelernt habe, das waren Bilder von einem Bauern, der über den Acker ging und pflügte, und das andere war der Bergmann, der schwarz aus der Zeche nach Hause kam. Diese Welt existiert da gar nicht mehr. Auch die Welt dazwischen, als Opel in Bochum noch war, existiert nicht mehr. Das heißt, alle Unterrichtsbereiche, in denen ich die Kompetenzen erwerbe, haben immer Themen gewechselt, Themen erneuert, den Wandel der Welt thematisch in der Anschauung, in der Erfahrung berücksichtigt. Das war ja nicht so, dass die immer den gleichen Kanon inhaltlich gemacht hätten wie 1810, sondern die haben thematisch Veränderungen, die haben kriterial verändert, die haben neue Sprachen aufgenommen, die haben die Fremdsprache obligatorisch für alle gemacht, die haben in der Mathematisierung sich verändert, da ist die Stochium, also die Wahrscheinlichkeitsrechnung reingekommen in den Lehrplan. Und jetzt kommt natürlich der Algorithmus rein. Sie machen doch keinen Mathematikunterricht mehr heutzutage angemessen, ohne zu erklären, was ein Algorithmus ist. Oder meine Enkel, erste Klasse Gymnasium, kommen nach Berlin und sagen, Opa, du musst mir mal was zeigen. Ich sage, was muss ich dir denn zeigen? Wir machen da so komisches binäres Zahlensystem. Was ist das denn? Ne? Der alte pädagogische Lehrertrick ist natürlich der, habe ich keine Ahnung, erklär mir mal, was ihr macht. Ich verstehe das nicht. Na, dann haben sie mir 2 Stunden lang erklärt, wie man mit einem binären Zahlensystem addiert, multipliziert, subtrahiert, was das grundlegende Schreiben ist. Am Ende habe ich eine Aufgabe gekriegt, die ich lösen musste. Und dann waren sie ganz zufrieden und ich war zufrieden, dass sie es konnten. Ne? Natürlich erneuert sich dieser Kanon, ist doch völlig klar. Weil wir den Kanon und den Modus des Zugangs zur Welt nicht gleichsetzen dürfen mit den Themen und den Inhalten, mit den Erfahrungen, die verarbeitet werden, mit der Welt, die Schule hineinlässt, aber auch mit der Abschottung, die sie praktiziert, indem sie einen Modus hat, Welt reinzulassen, Welt zu filtern und Welt zu sortieren, auszuwählen. Das tut sie und sie wird natürlich auswählen, wenn sie soziales Urteilen versteht und über Mobbing redet, was da im Netz passiert. Und sie wird doch natürlich die sozialen Medien in der Rolle, die sie für die Jugendlichen hat, vernünftig thematisieren, wenn sie über Achtung und Anerkennung spricht. Das ist doch völlig klar. So dumm sind doch Lehrer nicht. Die wissen doch, dass die Welt der Kinder die ist, die für sie präsent ist. Und dass die Schule der Ort ist, diese Welt zu kultivieren, zu überformen, sie urteilsfähig zu machen. Und das tun sie nicht mit der Welt von 1850. Das ist völliger Quatsch, sondern das tut sie mit der Welt heute. Sonst können sie gar nicht mehr unterführen, die Schüler vor Langeweile einschlafen. Und so, was ist das denn für ein komischer Lehrer? Der kennt ja die Welt nicht. Aber indem er die Welt reinholt, die so vereintlich aktualistisch aussieht und da die Auseinandersetzung fordert, erwerben die Schüler die Kompetenzen aus der Schule raus, selbstständig mit Welt sich auseinanderzusetzen.
Und sie behalten zumindest das Differenzbewusstsein. Noch jeder, wir haben das immer als Test gemacht bei Jugendlichen, Delinquenten, die noch nicht richtig straffällig wurden, vor 14. Sie wussten alle, was sie falsch gemacht haben. Sie hatten alle ein Differenzbewusstsein. Sie konnten immer sagen, dass das nicht erlaubt war. Das heißt, das Wesentliche, was sie aus Schule mitnehmen, und das gehört zu einer kanonisierten Lehrstruktur, ist, dass sie Differenz von richtig und falsch, von erwünscht und unerwünscht, von erlaubt und nicht erlaubt lernen. Und das lernen sie gut, schon in der Kommunikation mit den anderen, wenn sie sich darüber streiten, wer darf den Tisch benutzen und wer nicht. Also dafür ist Schule unheimlich modernisierungsfähig und das tut sie zum Glück. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sie das auch mit dem kann, was die digitale Gesellschaft an komischen Folgen und Welten erzeugt. Aber dennoch ist es doch so, dass wenn man sich die bildungspolitischen Debatten so anguckt, dass unheimlich stark der Fokus auf den Inhalten, des inhaltlich in der Schule sozusagen abgehandelten steht. Anders könnte man sich doch sozusagen eine Hysterie G8 oder G9, wie lange geht man zur Schule, nicht erklären, wenn stärker das Bewusstsein wäre, dass es eben um die Dinge, die Sie eben mit Grundbildung umschrieben haben, geht und diese Inhalte nicht so stark im Vordergrund stehen müssten. Also da habe ich eine zynische und eine harmonische Erklärung für. Die zynische Erklärung ist, wenn die Lehrer verraten würden und die Schule verraten würde, dass die Inhalte im Grunde relativ beliebig sind und dass es da primär gar nicht drauf ankommt, sondern dass es auf Urteilen, Verstehen, Anwenden können, selbstständig mit Problemen umgehen ankommt. Dass also die Kompetenzen zählen, die man am Ende hat, was die Kompetenzdebatte so falsch gezeigt hat, und gesagt hat, das können wir unabhängig von Inhalt. Das ist nicht der Fall. Die Inhalte sind einerseits der Anlass, an dem ich das lerne, und insofern sind sie unentbehrlich, aber sie sind gleichzeitig das, was ich liegen lassen kann, und dann nehme ich die Kompetenzen mit nach draußen und bin für neue Lernsituationen fähig. Das Zweite, warum die öffentliche Debatte da zu Recht Wert drauf legt, ist die Frage, wie ich das explizit und so, dass es auch garantierbar und sicherbar wird, in den Unterricht reinkommt. Und dann ist im Kontext von digitaler Bildung, glaube ich, ein Unterschied zu sehen, der ganz wichtig ist, dass die Schule einerseits ein Lernraum ist, der mit den neuen Welten auch material, personell und finanziell umgehen können muss. Also mal was Simples. Es hilft ja nichts, der Schule zu sagen, benutzt im Unterricht in euren einzelnen Fächern das Internet, um Welterfahrungen zu ermöglichen, neue Welten zu zeigen, Problemlösungen zu machen, sehen, wie man Informationen recherchiert, wie man sie prüft, wie man sie gewichtet, wie man sie sichert, wenn die Schüler im Unterricht sitzen und kein WLAN haben, das funktionsfähig ist. Und das heißt, an der Stelle, das ist der erste Punkt, für die materielle Infrastruktur, die Schule braucht, wenn sie diese Möglichkeiten, die auf einmal neu da sind, nutzen will, da ist die Öffentlichkeit zu Recht sensibel. Und das halte ich für eines der größten elenden Situationen, dass wir seit jetzt fast schon mehrere Jahre über die große Digitalinvestition des BMBF reden und die 5 Millionen sind nicht gekommen. Sie reduzieren sich auch augenblicklich auf 3 und kein Schwein redet über die Folgekosten. Das heißt, wir betrügen die Schule um die Möglichkeiten, die sie hätte, und über die Chancen, die wir gleichzeitig von ihr erwarten. Das Zweite ist, insofern zählen Inhalte, wo macht man das denn? In welchen Fächern? Mein Prinzip wäre immer, in allen Fächern muss man sehen, was das bedeutet, wenn ich neue mediale Strukturen habe, neue Informationszugänge zur Welt, neue Strategien der Präsentation, des Gewinnens von der Information und so weiter. Und da gibt es Debatten dann darüber, wo man das zuerst macht. Und dann kommt häufig, aber das muss im Ethikunterricht passieren, damit man die sozial fatalen Folgen von Mobbing und so weiter im Internet sieht. Die andere Variante wäre dann, das muss in der Informatik passieren, damit wir das Mathematische verstehen. Und dann sagt der Nächste, alle müssen programmieren lernen, was ich für albern halte. Wir müssen nicht programmieren lernen, wir müssen mit Programmen umgehen können. Programmieren machen Spezialisten, das ist spezielle Bildung. Und von daher kommt mit Recht eine Gewichtung von Inhalten zustande, die aber auf dem basalen Missverständnis aufruht, als würden wir in Schule Wissen kanonisieren und nicht Kompetenzen, nicht habituelle Fähigkeiten, nicht Fähigkeiten, wissensbasierte Fähigkeiten, an Wissen erworbene Fähigkeiten im Umgang mit Neuem, mit Lernsituationen, mit Problemen. Das ist das professionelle Geheimnis von Schule, aber das ist viel zu naheliegend, weil die Schwierigkeiten, die uns Schule alltagsmäßig macht, das Wissen ist, während das andere, das lernen wir sozusagen latent. Wir kommen dann aus der Schule raus und stellen auf einmal fest, so dumm war das gar nicht, wir können was. Oder wir haben vergessen, in Sprache richtig einzudringen und können nicht kommunizieren in der fremden Sprache. Und dann fehlt zum Teil auch Wissen, die Vokabeln. Oder bei der Mathematik, dann weiß ich doch nicht, wie quadratische Gleichungen bearbeitet werden. Aber wer braucht schon quadratische Gleichungen?
Woraus oder wo sehen Sie denn dann die Hauptherausforderungen, wie sich das Bildungssystem organisch weiterentwickeln kann und sollte? Also immer im Blick auf die Unterscheidung von allgemein und speziell, die ganz großen für Qualifikation im beruflichen und Arbeitsalltag notwendigen Herausforderungen lasse ich jetzt mal außen vor. Die müssen da speziell bearbeitet werden und die setzen voraus, dass die allgemeine Bildung gut ist. Die Herausforderung sehe ich, wie immer, glaube ich, kann man das in drei Dimensionen sortieren, organisatorisch, curricular und didaktisch. Ich fange mit der Organisationsdimension an, weil ich die für elementar halte, auch um ein Verfassungsgebot zu erfüllen, nämlich die Sicherung gleicher Lebensverhältnisse für alle. Das würde dann bedeuten, dass wir wirklich eine materielle Infrastruktur haben mit schnellem, handlungsfähigen WLAN-Zugang, dass ich in jedem Klassenzimmer, an jedem Arbeitsplatz schnell mache. Ich habe letztens in den Nachrichten einen Film aus Friesland gesehen, wo die Kinder einen WLAN-Zugang hatten, dass 20 Computer, die im Klassenzimmer waren, zwar angeschlossen waren, jeder aber 15 Minuten brauchte, bis er irgendwas recherchieren konnte, bis die Verbindung hergestellt war. Das ist natürlich albern, bei einer 45-Minuten-Stunde. Sie kommen ja gar nicht dahin, das zu sehen. Also eine klassische, vernünftige Ausstattung, materiell. Das schließt ein, dass wir eine Ausstattung brauchen, die auch betreut wird. Nicht nur die Erstausstattung, sondern dauerhaft. Wenn Sie die Universität sehen oder Institute, wie das aus meiner eigenen Arbeit mir vertraut ist, ohne eine Hilfskraft oder einen Mitarbeiter, der kompetent und stetig die Programme aktualisiert, der die Geräte pflegt, der die Anschlussgeräte vom Drucker bis zum Scanner und zum Beamer mit einpassen kann, dass sie verfügbar sind, dass sie nutzbar sind, der die Tafeln und so weiter alles im Griff hat, ist das nichts. Das kostet dauerhaft Geld. Diese 5 Milliarden, die da im Spiel sind, sind der Klecks am Anfang. Die richtige Summe kommt danach, wenn man es ernst nimmt. Das Zweite, was auch zur Organisation gehört, sind die Finanzen. Unsere Schulen haben gerade in diesem Bereich, wenn sie innovativ tätig sein wollen, viel zu wenig Geld, selber tätig zu werden, sich selber Weiterbildung zu besorgen, selber einen Experten einzuladen, selber über Programme zu disponieren. Da fehlt einfach der Etat. Und die dritte Dimension der Organisation, die Lehrer mögen mir das verzeihen, die wesentliche Variable der Organisation sind die Personen. Und wenn wir die Personen nicht haben in genügender Zahl, mit der genügenden Kompetenz, mit der genügenden Zeit, mit der genügenden Lernbereitschaft, können wir das Ganze vergessen. Dann ist das nur ein Etikett, das nichts macht. Also organisatorisch das Erste. Und dann Finanzen, Personal, Ressourcen, materielle Infrastruktur. Das Zweite, curricular. Auch das ist nicht richtig diskutiert bisher, weil immer noch bei manchen die Erwartung geistert, wir machen das im Informatikunterricht und jeder wird ein kleiner Programmierer, was ich für falsch finde. Schule lernt nicht in einem Fach, sondern die nimmt neue Zugänge zur Welt in allen Dimensionen auf. Und da müssen alle Lehrer fähig sein, vom Religionsunterricht bis zur Biologie, vom Sport bis hin zum Deutschen und in die Mathematik hinein. Auch weil man da curricular sehen muss, dass erst dann die Themen sich arrondieren, dass man genau sieht, welche Bedeutung das in der lebensweltlichen Welt hat und nicht nur innerschulisch. Und das Dritte, für mich die zentrale Dimension, ist die didaktisch-methodische. Es muss alltäglich werden, in den einzelnen Fächern mit den Praktiken umzugehen, die diese neue mediale Infrastruktur bereitstellt. Und zwar in zwei Dimensionen muss das didaktisch und methodisch immer sein. Lernen mit Medien, sozusagen instrumentell, als Hilfe, als Unterstützung, zur Individualisierung, zur Förderung, zum Nachbereiten, zum Recherchieren, wie immer. Lernen mit Medien. Und das Zweite, da fängt erst der Bildungsprozess an, reflexiv, nicht instrumentell, lernen über Medien. Dass ich weiß, auf welche Struktur ich mich da einlasse, was die Struktur mit mir macht. Dass man die Erfahrung schon in der Schule macht, die jeder von uns kennt, der recherchiert über Google, vom dritten Tag an wird uns mitgeteilt, dass wir das und das doch lesen sollen, weil wir ja danach gesucht hätten. Das kann man aber auch reflexiv in den Lehrgang einbinden, indem die Schüler auf einmal merken, wie eng sie denken, dass sie immer nach dem Gleichen suchen und dass der Computer ihnen sozusagen die Enge ihrer Perspektive zurückspiegelt. Und dass dann der Unterricht auch etwas sein kann, lernen über Medien, die eigenen reflexiven Einengungen aufzubrechen und natürlich auch die Risiken zu sehen, die rechtliche Problematik oder die interaktive Problematik, was da an Gewalt steckt, an kommunikativem Wahnsinn, den man ja, wenn man das gelegentlich an sich antut und reinhört, ich sehe das gelegentlich bei meinen Verwandten und Kindern und Enkeln, was ich nicht bin, in diesen sozialen Netzwerken zu sehen, ist ja grauenhaft. Ne? Und das gehört zur Schule und zu der ersten Aufgabe von Schule, dass man zivilisiert im Umgang miteinander bleibt und dass man sieht, dass das eine neue Herausforderung für den zivilisierten Umgang miteinander ist. Also auch Lernen über Medien passt gut in die Schule und gehört in den Sozialkundeunterricht neuer Art
Oder in den Deutschunterricht, wie kommuniziere ich denn? Was an Informationen verliere ich denn, wenn ich mich auf 140 oder 280 Zeichen einlasse und dann diesen Reduktionsprozess in Gang setze? Das ist das didaktisch-methodische, der Kern der Geschichte. Und das klappt aber nur, wenn das Materielle, die Ausstattung gesichert ist, die Personen und die curriculare Verortung wirklich klar gemacht ist und die Lehrer geeignet sind, das zu tun. Das ist viel Arbeit, weil wir da im Grunde sowohl von der Entwicklung her, wie von der Beobachtung her und wie von der Forschung her noch relativ am Anfang stehen. Wir haben dramatisiert geredet, aber wir haben ganz wenig konkret fachdidaktisch gearbeitet. Wir haben ganz wenig konkret curricular gearbeitet. Wir haben ganz wenig konkret über Lernstrategien gearbeitet. Es gibt einzelne Beispiele, die man sehr schön nehmen kann, die einen erfreuen, national und international. Aber das ist bei uns noch nicht alltäglich geworden, so wie alltäglich im Deutschunterricht der Umgang mit Texten komplexester Art alltäglich geworden ist. Von der Bild-Zeitung bis zu Goethe wissen wir, wie wir mit Texten umgehen. Genauso müssen wir lernen, von Wikipedia bis zu den sozialen Netzwerken mit Distanz umzugehen und schon das Erste gegenüber den Informationen von Wikipedia urteilsfähig und kritikfähig zu werden. Herr Zehnert, Sie hatten es ja angesprochen, Lernen mit Medien und Lernen über Medien. Das ist ja auch ein Gegenstand der Strategie für die digitale Zukunft der Kultusministerkonferenz. In welchen Bereichen sehen Sie denn, wenn man vielleicht auf die nächsten 5 Jahre guckt, die notwendigsten, dringlichsten Handlungsfelder, was würden Sie da benennen? Ich würde erst mal sagen, dass wir uns darauf einlassen sollten, den Zeitraum kürzer zu fassen. Wir müssen unbedingt in den nächsten 2 Jahren energisch daran gehen. Und energisch müssen wir, das ist in der deutschen Bildungspolitik ja offenkundig immer der Fall, in den beiden Dimensionen Finanzen und Personal reingehen. Das sind die 2 wirklich elementaren Dinge. Man muss sich von der Illusion verabschieden, wir würden mit den 3 Milliarden irgendwie nennenswert auskommen. Wenn wir das ernsthaft wollen und wenn wir die Chancen nutzen wollen, die da für jedes einzelne Fach, für jeden einzelnen Schüler, für jede Lernbiografie drin stecken, da müssen wir mehr investieren. Wir müssen jetzt sofort Weiterbildung für Lehrer ermöglichen. Wir müssen Gruppen ermutigen und inszenieren, die das einzelschulisch oder schulübergreifend lokal sich die Kompetenz erwerben, da einen kompetenten, guten Unterricht aufzubauen und die das auch reflektieren und beobachten. Und wenn man die Infrastruktur nicht jetzt schafft, in 5 Jahren hat man ganz viel an Chancen verpasst und treibt es immer vor sich her. Das heißt Nüchternheit jetzt am Anfang und die Wahrheit über die wirklichen Kosten und die Wahrheit über die wirklichen Erwartungen und eine Verständigung darüber, was die Einzelschule kann, halte ich für das Zentrale. Und wenn wir das nicht tun, bleibt das ein so luftiges Gerede, wie das digitale Bildung im Augenblick in der Öffentlichkeit vielfach ist, dass dann irgendjemand tatsächlich grober Unfug schreiben kann, weil genau die elementaren Praktiken und die infrastrukturellen Voraussetzungen im Bildungssystem nicht im Blick kommen, sondern luftige Geschichten erzählt werden. Wir müssen von den luftigen Geschichten weg zur Handlungsfähigkeit der Einzelschule, des einzelnen Lehrers, der einzelnen Lerngruppe und der Situation, die wir da vorfinden. Wenn das klappt, dann ist das so wie preußische Gymnasien. Sie wissen ja, ich bin Bildungshistoriker, um 1850 auf einmal handlungsfähig wurden, weil der Staat sagte, nur wenn ihr die genügenden Lehrer einstellt, die richtigen Lehrpläne befolgt und unseren Standards folgt, erkennen wir eure Abschlüsse als Abitur an. Binnen 30 Jahren hatte sich die gesamte preußische Gymnasiallandschaft radikal qualitativ verbessert. Und das muss man jetzt schneller machen, weil wir mit viel größeren Leuten zu tun haben, wenn man nicht nur 1% der Population, das gilt für alle. Und deswegen Geld muss her. Viel Geld, Ermutigung und Autonomie der einzelnen Gruppe vor Ort, das zu tun, was sie tun sollen und was wir zu Recht erwarten. Mehr will ich gar nicht sagen. Nach der Bankenrettung jetzt die Schulenrettung. Die Schulenförderung. Die Schulen sind ja gar nicht schlecht. Aber wenn wir von den Schulen erwarten, dass sie auch diesen Teil der sich verändernden Welt angemessen thematisieren, sodass ihre Absolventen in dieser Welt handlungsfähig sind, dann müssen wir sie unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Das ist wesentlich. Die muss nicht gerettet werden. Die Schulen können das. Wir müssen ihnen Zeit lassen, wir müssen ihnen Geld geben und wir müssen sie unterstützen. Das war doch ein positiver Ausblick. Herr Tenort, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.